Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal hatten wir ja das Problem, dass wir Sim den Krieg erklärt haben und dann irgendwie nicht in der Lage waren, sie anzugreifen. Ich hab dann noch, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann ausprobiert ein wenig. Und habe jetzt glaube ich, herausgefunden, wie wir das machen könnten. Und jetzt bin ich zurückgegangen zu meinem letzten Save-Game. Das war offensichtlich noch bevor wir ihnen den Krieg erklärt haben. Ich habe das jetzt mittlerweile gemacht, aber habe noch nicht den Zug beendet. Wollte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, was wir so alles machen. Derzeit haben wir relativ viele Arbeitskräfte und relativ wenig Industrie für diese Arbeitskräfte. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, die Industrie wieder stark auszubauen in der nächsten Zeit und auch die Transportsachen. Und ich hoffe einfach, dass wir in der Lage sind, hier die Gebiete Putney und Chelsea zu erobern und vielleicht auch noch Bernard. Und zwar deswegen, weil die schauen so aus, als könnten wir hier Eisen finden. Oder zumindest wenn wir hier in diesem Gebiet, wo halt die Hügel sind, Eisen finden, wäre das schon irgendwie was Nettes. Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Gut, schauen wir mal. Leider verkauft uns keiner Eisen. Eisen wäre schon sehr was Schönes. Oben farm acts to repel Sims aggression. War declared. Ja, das war abzusehen, dass das so in etwa klingen würde. Gut, da kommen wir darüber. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Da könnten wir hier jetzt ein Depot herbauen oder einen Hafen. Nö, ich weiß echt nicht, warum ich das tun sollte. Geht daher. So, du hast die ausgebaut. Na dann. Ach so, da hätte ich vielleicht noch ein Depot herbauen können. Haben wir da unten noch ein Depot mit so einem Wald rundherum, den wir ausbauen könnten. No, da haben wir schon alles ausgebaut. Da ebenfalls. Auch. Dann warte mal, wo bauen wir da, wenn wir da ein Ding hinbauen? Da bauen wir das Depot hin, wenn wir da eins hinbauen, dann bauen wir daraus mal. So, Truppen anzulanden, müssen wir zunächst einmal mit dem Schiff hierher in das angrenzende Gebiet und dann müssen wir mit dem Schiff dieses Gebiet blockieren oder besetzen oder was weiß nicht was tun. Ja, da ist nur einer drinnen, da sind zwei drinnen, das gefällt mir nicht. Da auch. Und wenn wir das tun, können wir dann im nächsten Zug quasi unsere Truppen hier landen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Gut, wir wollen. Wieso haben wir überhaupt kein Eisen? Weil wir nur vier Eisen produzieren und hier. Ah, verstehe. Mist. Wir sollten Stahl kaufen wieder. Wir werden hier einiges an Problemen haben, wenn wir keinen Stahl kriegen. Da brauchen wir noch einen aus. 954. Jetzt bleiben uns da 10 Leute übrig. Wow.
und uns noch einen. Dann werden wir nachher umwandeln zu einem Soldaten vielleicht. Keine schlechte Idee im Endeffekt. Wie ist das mit Schiffen? Könnten uns eigentlich auch so einen bauen. Davon haben wir auch mehr als genug. Und die sind eigentlich stärker als das andere Zeug, was wir derzeit haben. Und Bretter und Segel haben wir eben mehr als genug. Also quasi im Überschuss. Wir haben auch Leute im Überschuss. Aber wir haben kein Korn mehr, um mehr Dings zu bauen. Na gut, dann werden wir versuchen, Stahl zu kaufen vielleicht. Mit etwas Glück. Wir haben zwei Stahl. Ah, genau, weil das wird ja gleich aufgebraucht. Mit etwas Glück. Kriegen wir Stahl, dann können wir da auch noch was ausbauen. Das war jetzt dumm. Na gut, wurscht. Das lassen wir jetzt so. Gut, wir haben jetzt Krieg mit Sim. Wie schaut's aus? Mögen uns die anderen dafür? Ja, sie mögen uns. Wir sind so gemein, weil wir auf den gleichen losgehen, mögen uns die anderen mehr. Das ist ja unfassbar. Aber ein Bündnis wollen sie trotzdem nicht mit uns eingehen. Was hältst du davon? Denen von einem Bündnis mit uns. Komm, du hast noch keine Bündnisse. Ich weiß das. Nein, wir rejecten das, weil jetzt wissen wir ja, wie wir das machen können. Hey, Haxako bietet uns das an. Akzepten wir das? Wir akzepten auch das. Uah, Haxako erobert da schon. Ah ja, das haben wir eh letztens schon gesehen, dass sie das machen. Ja, da kann man jetzt nichts tun. Uah, wir haben trotzdem noch ein Plus. Von 760. Congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Ansa into a village. You will see the new materials produced there on the transport ledger. Juhu. Und ein Stielplow können wir uns auch leisten. Daher bauen? Nö. Wir werden hierher bauen, oder? Oder hierher? Na, bauen wir daher. Und du? Ah, vielleicht doch auch noch daher. So, und du fährst jetzt daher und passt auf die Gegend auf. Und ihr belagert Putney. Warte mal, können wir uns das anschauen? Zwei Heavy Infantry, zwei Light Cavalry, one Unit of Unknown Type. Naja, versuchen wir es mal. Steel Plow, damit können wir Farmen verbessern. Na, machen wir das auch glatt. Zurzeit haben wir ja Geld wie Heu. Oh, wir müssen mehr Getreide nach Hause bringen. Was machen wir mit dem? Machen wir noch ein zusätzliches Getreide. Was haben wir da? Wir produzieren 11 und wir brauchen da 4. Das ausbauen jetzt. Yes. Das bauen wir mal aus. Dann rüsten wir den mal aus. Den werden wir vielleicht wirklich zu einem. Den werden wir vielleicht wirklich zu einem.
Krieger machen. Na gut, da haben wir natürlich nichts mehr übrig. Da auch nicht. Da auch nicht. Ah, da geht noch eins mehr. Okay. Okay. Jetzt bleiben uns tatsächlich Arbeitskräfte übrig. Naja, schauen wir mal, das wird wieder besser werden. Ja. Da könnten wir sogar noch mehr verkaufen von denen. 6, 1, 2. Machen wir das auch noch so. Schade, den mag halt nicht. Mist. Na gut. Ich überlege gerade, geht das jetzt schon? Können wir darüber jetzt, weil das Schiff dort ist, oder müssen wir noch warten? Nein, wir müssen noch warten. Okay, nächste Runde. Trading for number 15, Haxakus Task Force in Peabody Sea of One Vessel under orders to blockade. Eine Blockade. Schau, schau. Und keiner verkauft uns natürlich. Ist eh klar. Hey, Wotan hat gekauft. Sehr gut. Wollen wir sowieso für uns gewinnen. Und wir haben die Steel Plows. Ich weiß jetzt nicht so genau, wozu wir die brauchen. Ah, das habe ich das letzte Mal schon gesehen. I'm pleased to report that thanks to our foreign policies, our country has produced a developer unit for overseas exploitation. Seat, oh, bla bla bla. Okay. Have spurred the growth of the hamlet of Lavi into a village. You will see the new materials produced there on the transport ledge. Ah, das habe ich mir das letzte Mal gar nicht angeschaut, wie das Ansi geworden ist. Bruder submits to Patagon, echt jetzt? Ärgerlich. So, aber wir haben noch dich hier. Du bist so. Ich bin so dumm. Das habe ich das letzte Mal nämlich auch bemerkt. Ich müsste eigentlich in der Lage sein, hier in diesen Gebieten auch zu forschen. Okay. Und du baust mir auch ein Depot. So, mein kleiner Kuhfreund. Was machen wir als nächstes? Die ganzen Kuhgebiete, also die ganzen Schafgebiete haben wir jetzt ausgebaut. Als nächstes kommen die Kuhgebiete, oder? Machen wir das da. Yay. Der will jetzt daher gehen und diese Baumwollfelder kaufen. Okay. So, eigentlich sollten wir jetzt in der Lage sein, hier anzugreifen. Tatsächlich sind wir auch. Zwei Militia steht hier. Ich glaube ihnen kein Wort. Da steht immer was anderes. Angriff! The ships in the landing zone will support a force of 14. You have selected a force of 17. Okay, wen lassen wir zurück? Eine von den Artillerien oder eine von den Kavallerien?
Jetzt haben wir eine Force of 16, dann lassen wir noch einen von denen zurück. Ah. Lassen wir doch noch eine Artillerie zurück. Gut. Du schaust in diesem Gebiet, dass nichts passiert. Gut. Was holen wir von dort hinten? Bretter! Wow, wir können Bretter holen. Wieso produziert keiner von meinen Dingern Stahl? Das wär's doch. Dann wollen wir davon weniger. Dann werden wir dafür wieder mehr davon nach Hause transportieren, wenn wir jetzt Bretter haben. Von 2. Jetzt noch 4. Sehr gut. 8 Stoffe können wir jetzt produzieren. Bist du wahnsinnig? Und wir brauchen, glaube ich, noch so einen Grenadier. Ja, wir brauchen noch einen Grenadier. Oder sollen wir noch einen Kürassier bauen? Die sind günstiger und im Nahkampf sind sie gut. Schwer zum Sagen. Grenadier oder Kürassier? Machen wir mal Kürassier. Dann holen wir uns da noch einen Typen und den machen wir später zum Grenadier. Ist das ein Deal? Oder ist das ein Deal? Jep, das ist ein Deal. So. Das ist mir voll. Ja, das wird nicht besser werden. Noch eins weniger. Noch eins mehr. Wir brauchen noch mehr von diesen Transportkapazitäten. Mehr Transportkapazitäten. Wir sollten vielleicht auch wieder ein Transportschiff kaufen. Langsam aber sicher. Jetzt produzieren wir 8. Produzieren 8 Kleidungsstücke pro Runde. Das ist nicht schlecht. Wir fluten den Markt mit unserem Zeug. Wir haben 16 Transportkapazität und wir wollen 12 verkaufen. Das heißt, es würde nur 4 bleiben für dieses Zeug hier, wenn wir alles verkaufen. Was wir normalerweise nicht tun. Aber naja, gut. Na gut. Und nächste Runde. Haxako will uns 4 Stahl verkaufen. Kriegen wir? Ja, wir kriegen 2 von Dings. Accepten wir. Rejecten wir. Accepten wir. Wir wollen das Kessel uns mag. Our forces are attacking the province of Putney. Do you wish me to deploy the troops for you? Nee, das mache ich schon selber. Okay, er hat eine Kavallerie, eine leichte. Das heißt, wir müssen aufpassen mit unseren Geschützen. So, General, was kannst du eigentlich? Ich hoffe einfach, dass wenn ich dich da hinten habe, dass du eine gute Ergänzung bist. Jo, wir bleiben einfach hier, weil wir haben die Artillerie, der muss eh zu uns kommen. Mit der Artillerie schießen wir einfach.
Was kann der General machen? Okay, der hat so eine Tröte. Ah, damit kann man die zum Drang kommen lassen. Kann das sein? Ha, und da kommen sie. Sollen wir mit unseren Pferden da reinrennen? Eigentlich. Oh, warte mal, wo sind denn seine Pferde? Die sind schon geflüchtet. Oh, okay. Nö, wir bleiben noch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, okay. Oder auch nicht. Und dadurch werden die Typen wahrscheinlich stärker. Vorwärtsmarsch. Mal ein Stück weiter vor. Okay, er ist geflohen. Soll sein. Ha, wir haben ein Gebiet erobert. Wir sind so großartig. People to see of one vessel under orders to blockade trading one wool. Ah, okay. Okay. Ha, wir waren schneller als die. Sehr gut, sehr gut. Sonst hätten die das erobert. Finde ich okay. Damit kann ich leben. Tja, Haxako, hättest du früher aufstehen müssen. So wie wir. Okay. Your Excellency, I'm pleased to report that a monument has been erected atop the armory. To commemorate our many conquests. Echt jetzt? Das ist aber schön. New units are reported to du for duty. One regiment of cuirassiers. Okay. Nichts gefunden. Schade. So, kaufst du das dann noch? Yep. Ja, ihr bleibt einmal da. Das ist vielleicht eh nicht so schlecht, dass ihr da seid. So, was mache ich mit euch? Ihr habt eigentlich keinen wirklichen Schaden erlitten, oder? Kann ich mir das anschauen, wie ihr ausschaut gerade? Wenn ich darüber gehe, ist das schlecht? Was haben wir denn da drinnen? No forces are present, sagt, aber da sind zwei Hütten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da forces present sind, aber was soll's, wir gehen da trotzdem rein. Weil ich meine, sie muss uns ehrlich. Sonst macht es wenig Sinn, dass wir das erobern. So,
Ich bleib jetzt mal da. Gut, wir können noch mehr Holz nach Hause bringen. Wir haben definitiv ein Problem damit. Ha, wir haben Dings gekauft, das ist gut. Ah, wir brauchen mehr Transport. Den bilden wir aus. Ah, okay. Wir brauchen mehr Stoffe. Wir brauchen mehr Stoffe. Vielleicht sollten wir dann noch zwei Typen nach Hause holen. Wir brauchen eh den Transport aus. Das heißt, eigentlich sollte sich das mit dem Essen dann auch ausgehen. Und den, der hier ist, den machen wir sowieso zu einem Soldaten. Hey, ich sehe da eine Statue. Ist das schön? Wir sind so großartig. Trotzdem habe ich eigentlich kein gutes Gefühl, dieses Spiel zu gewinnen, obwohl das jetzt eigentlich relativ schön läuft. Einfach deshalb, weil wir doch relativ schwach sind, trotzdem noch. Ja. Ja, das ist ein gutes Gebiet, das will ich auf jeden Fall haben. Chelsea. Und Barnard wäre auch nett, aber danach brauchen wir eigentlich eh nichts mehr. Gut, machen wir noch diese Schlacht jetzt und danach hören wir auf für heute. Oh, da hat er jetzt Artillerie. Ah, verdammt, jetzt habe ich so aufgestellt. Ich bin so ein Idiot. Ob der zu uns kommt? Ich hoffe doch. Aber es schaut irgendwie nicht so aus. Hey, wieso geht denn der da oben rum, der Idiot? Der soll unten rumgehen. Ach, ich bin ein Trottel. Das ist ziemlich dämlich. Was, wenn du das machst? Ah, das kann das. Das ist ja gut. Vielleicht ist es doch noch nicht so schlimm. Schade. Er kann auf nichts schießen hier. Oh.
Okay. Ja, das dazu. Das war jetzt sehr klug von mir. Mist. Okay. Das haben wir nicht klug gemacht. Wie schaffen wir das? Wir sollten die nochmal stehen lassen. Dann. Au. Lassen wir auf den mal schießen. Ja, die zweite Artillerie hat auch geschossen. Gut. Und jetzt gehen wir mal zurück. So. Dann. Bleibst du noch da? Du gehst mal daher. So, und Vorwärtsmarsch, Kinder. Oh, wir könnten da schießen. Wir müssen nochmal diese Artillerien ausschalten. Das war abzusehen, dass er uns schießt. Au. Okay. Und du müsstest jetzt endlich mal zurückschießen können. Gut. Wir stehen uns gegenseitig im Weg, sehe ich gerade. Ah, okay, gut, das war ein Fehler. Du bist einmal da hier. Wer weiß, ob ich dich vielleicht noch brauche. So, jetzt sind wir mal die Dinger los. Wieso kann er jetzt nicht mehr schießen? So, wir müssen diese Leute langsam aber sicher vertreiben. Wenn du jetzt daher gehst, wirst du abgeschossen und stirbst, gell? Nein, du wartest noch. Du wirst. Na, das hilft nichts mehr. Schade eigentlich. Das ist sehr ärgerlich.
Wir verlieren diese Schlacht, das ist nicht gut. Kann der General eigentlich auch kämpfen? Gute Frage. Nö, kann er nicht. Rückzug. Das war nicht sehr klug von uns. Na gut, hätten wir das auch geklärt. dann wissen wir wenigstens, was wir mit den neuen Truppen machen. Sie dort runter schicken. Aber ich hätte gern dieses Gebiet. Tja, man kann eben nicht alles haben. Attack on Chelsea repulsed. Ich überlege gerade, ob es sich auszahlt, weiter zu kämpfen oder ob wir ihn Frieden anbieten sollen. Ich meine, ja, kaufen wir weiter, oder? Der Governor of Gerland will sell us this land for. Ja, klar, machen wir doch gerade. Können wir diese Leute da auch rüber transportieren? Will ich das? Ich sollte nicht alle Leute wegschicken von zu Hause, aber gut, was soll's. Bringen wir die mal da rüber, dann ist Putin mal beschützt. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle, wie schon gesagt, werden wir für heute aufhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.